Wunderschönen guten Abend. Ich möchte mit euch über Sphinx reden, weil irgendjemand auf irgendeiner Cross-Dev vor einigen Wochen gesagt hat, hier, ich habe hier Software geschrieben und ich würde jetzt gerne Dokumentation zu dieser Software schreiben. Wie mache ich denn das? Und ich gesagt, ja, mit Sphinx natürlich. Sphinx? Und deswegen, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass jemand Sphinx nicht, weil ich der Meinung bin, dass man Sphinx kennen sollte, wenn man Softwareentwicklung macht, wollte ich mit euch über Sphinx reden, denn Dokumentation ist toll. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, ganz besonders toll ist Dokumentation, wenn man sie nicht selber schreiben muss, aber trotzdem kommt man manchmal in die Situation, dass man Dokumentation schreiben muss. Und dann will man irgendwie ein Tool, mit dem man Dokumentation schreiben muss, und Sphinx ist so das Dokumentationstool aus der Python-Welt. Sphinx wurde gebaut, um Python selbst zu dokumentieren und wird von 100 anderen Projekten benutzt, aber nicht nur für die Python-Welt. Sphinx ist super in der Lage, auch Sachen zu dokumentieren, die überhaupt nichts mit Python zu tun haben. Was Sphinx hauptsächlich zugrunde liegt, nicht zwangsläufig, aber üblicherweise ist Restructured Text. Restructured Text ist ein Textformat, das so ein bisschen ähnlich aussieht wie Markdown, falls jemand von euch Markdown schon mal gesehen hat, aber gewisse Vor- und gewisse Nachteile hat. Nachteil ist, es sieht ein bisschen hässlicher aus. Vorteil ist, es kann Semantik viel, viel cooler. Also man kann viel mehr. Es versteht viel mehr Bedeutung von dem, was man da schreibt. Man kann das so ein bisschen als semantisches Markdown sehen. Wie sieht so ein Markdown aus für die Leute, die das noch nie gesehen haben? Man schreibt einfach den Text in einem Textfile und man kann irgendwie so mit so Sternchen-Notationen Sachen kursiv und fett machen, man kann so Listen einfach so, das ist nachher, und nachher, jetzt sieht das so schon im Quelltext, in der Textdatei schon hübsch aus und man kann das schon so als Liste lesen und trotzdem kann das dann nachher noch irgendwie in einem HTML oder in einem PDF oder auf einer Website noch hübscher dargestellt werden. Was irgendwie auch ganz cool ist, man kann irgendwie so Erklärungslisten, wo man immer so einen Überbegriff und dann Erklärung dazu, kann man so was Lexikonartiges bauen. Man kann irgendwie Codebeispiele da drin haben, die werden im Restructured Text durch den doppelten Doppelpunkt gekennzeichnet. Und dann wird das irgendwie als Code dargestellt. Man kann einfache Tabellen layouten, gibt noch Sachen für komplexere Tabellen. Überschriften sehen irgendwie auch so aus wie im Markdown. Und was jetzt anders ist als im Markdown, ist, dass man so Konstrukte hat, dass man sagt hier, Note, Achtung bitte darauf achten. Im Gegensatz dazu, dass man einfach ein Fett das Wort Warnung hinschreibt, Doppelpunkt, Achtung, hier nicht diese Datei nicht löschen, setzt man das in so einen Warning-Block und dann kann die Software, die nachher aus diesem Restructure-Text zum Beispiel eine Webseite baut oder ein Buch druckt, sich entscheiden, ah, das ist eine Warnung, da setzen wir vielleicht ein rotes Ausrufezeichen daneben oder das setzen wir in einen gelben Kasten oder was auch immer wir jetzt für sinnvoll halten, mit einer Warnung zu machen. Das heißt, man entkoppelt diese Semantik, dass das eine Warnung ist und dass hier ein Note hier darauf achten, man entkoppelt diese Bedeutung davon, wie es dargestellt wird. Und das geht weiter, das geht nicht nur für so eine Warnung, sondern wenn wir jetzt Software dokumentieren wollen, kann man das zum Beispiel mit einer Funktion machen. Dann sagen wir, die Funktion heißt add mit Parameter x und y, kommt aus diesem Modul und hier kommt Text dazu. Und dann kann Sphinx, das nachher daraus zum Beispiel eine Website verstehen, okay, das ist eine Funktion. Und wenn jetzt mal die Liste aller Funktionen haben will, dann kann Sphinx sehen, okay, das ist eine Funktion, das ist auch eine Funktion, das ist keine Funktion. Im Gegensatz dazu, wenn wir das einfach als normale Kapitelüberschrift machen würden. Das heißt, wir geben hier wieder Bedeutung dazu. Fußnoten sehen ein bisschen komisch aus, da komme ich später nochmal zu vielleicht. Und mächtig wird das jetzt eben, wie gesagt, diese Semantik durch Sphinx. Sphinx ist im Grunde so eine Box, da schiebt man vorne zum Beispiel Restructured Text rein und dann kommt hinten zum Beispiel eine Webseite raus mit der Dokumentation oder es kommt ein Buch raus oder es kommt, ja, was auch immer raus. Sphinx ist relativ einfach zu installieren, vor allem wenn man irgendwie in der Python-Welt arbeitet, ja? Website, Buch, kann es Manpages? Ja, aber. Ich frage, wenn man sowieso schon mit Python arbeitet, dann wird man wahrscheinlich PIP, den Python, was auch immer. Sphinx Quickstart ist so ein interaktives Shell-Skript, das einem dann so fünf Fragen stellt, was man eigentlich so tun möchte und dann einen Projektordner anlegt. Das ist ganz cool. Dann baut man sich irgendwie ein Inhaltsverzeichnis, das ist auch nur eine Restructured-Textdatei, die so ein Inhaltsverzeichnis erstellt, das mit einem
einer Tiefe von 2 gerendert werden soll, und als dieses Intro, Tutorial und Art eine Tiefe von 2 heißt. Ich habe dir gesagt, in meinem Inhaltsverzeichnis soll das Intro und das Tutorial in meine Api-Dokumentation stehen. Und jetzt das Intro eine Kapitelüberschrift hat, wird die erste Ebene Kapitelüberschrift mit in meinem Inhaltsverzeichnis dargestellt. Also ich kann mir hier mein Inhaltsverzeichnis irgendwie schön zusammenstellen, ohne dass ich jetzt mich groß um Verlinkungen und verschachtelte Listen kümmern muss. Die Konfiguration von Sphinx ist relativ simpel. Das Standard-Config-File ist generiert, das sind eine Datei mit 100.000 Optionen, wo man 100.000 Sachen verstellen kann. Aber im Grunde das Einzige, was man verstellen muss, ist hier mein Projekt, mein Name, welche Version soll da noch irgendwie mit dran stehen und wenn ich eine Website draus machen will, wie soll das dargestellt werden, in was für einem Style. Und wenn ich dann eine Website draus machen will, dann sage ich make HTML und dann kriege ich eine Website. Und ich kann aber auch sagen, make EPUB oder make LaTeX-PDF oder make MainPage oder make TechInfo oder make JSON. Und dann gibt mir das Sphinx in, es ist keine vollständige Liste, dann gibt mir das Sphinx halt in irgendeinem beliebigen Format aus. Wo diese Semantik relativ mächtig wird, ist, wenn ich innerhalb meiner Dokumentation auf andere Teile verlinken will. Die einfachste Form ist, dass ich einfach sage, okay, dieser Überschrift, der gebe ich irgendwie so ein Label, mein Custom Label, ich nenne die einfach intern so und dann kann ich nachher irgendwo anders in meiner Dokumentation, siehe auch mein Custom Label und dann wird da dieser Überschriftsname eingesetzt und verlinkt. Ganz egal, in was für einer Datei das liegt. Ich muss mich nicht darum kümmern, wo diese andere Überschrift liegt, was das für ein Kapitel ist, was die für eine Nummer hat, was auch immer. Ich sage einfach hier, Reference wird verlinkt. Noch spannender wird das, wenn ich meine Funktion semantisch dokumentiere, dass ich irgendwie sage, okay, sendMessage ist eine Python-Funktion, die habe ich in meiner Dokumentation so ausgezeichnet und jetzt kann ich irgendwo anders in meiner Dokumentation in einer völlig anderen Datei einfach sagen, siehe auch Python-Funktion, Module-Name, sendMessage. Ich kann einfach sagen, hier, dafür benutze folgende Python-Funktion, das ist eine Python-Funktion, wenn die irgendwo dokumentiert ist, verlinkt die, egal wo. Was ziemlich cool ist, weil man ja, ziemlich einfach und ohne viel nachzuschlagen, seine Sachen hin und her sinnvoll verlegen kann. So, jetzt kommt der Hammer. Das geht auch dokumentationsübergreifend. Ich kann in meiner Konfigurationsdatei sagen, hier, ich möchte für Python-Sachen auch bitte die offizielle Python-Dokumentation anbinden. Und wenn ich dann sage, wir benutzen dafür Python-Klasse, ZIP-File oder ZIP-File, dann guckt der, ist das bei mir in meinem Projekt irgendwo dokumentiert? Nein, gucke ich mal, ob ich das vielleicht in der offiziellen Python-Doku verlinken kann. Also man kann semantisch über Projekte hinweg linken, was schon ziemlich cool ist. Das sind so die coolen Sachen, die Sphinx so macht. Wenn man Python schreibt, dann will man vielleicht noch ein bisschen mehr, was Sphinx kann. Und zwar kennt ihr das vielleicht von anderen Sprachen, wenn ihr C++ schreibt, irgendwie Doxygen, oder wenn ihr Java schreibt, JavaDoc, dass ihr in eure Funktionen so Kommentare reinsetzt, was diese Funktion tut, und das dann nachher im Programm hergeht. Also ihr habt irgendwie eine Funktion, die A und B, hier nicht addiert, sondern gar nicht zu. Und da habt ihr einfach direkt nach dem Beginn der Funktion, in Java schreibt man es vor dem Beginn der Funktion, so einen Kommentar, der was über die Funktion sagt. Und jetzt kann ein Programm hergehen, eure ganzen Code-Dateien lesen, diese ganzen Kommentare da rausziehen und daraus eine hübsche Webseite generieren. Das ist in vielen Programmiersprachen üblich. Das ist, hat den großen Nachteil, dass man dann halt nur Funktion für Funktion dokumentiert hat und nicht das noch irgendwie dann noch in die gleiche Seite, irgendwie sein Tutorial und sein, wie man das jetzt installiert und so weiter, in die gleiche Dokumentation integriert kriegt. Diese automatische Dokumentation kann Sphinx auch. Ich sage einfach irgendwo in meiner Dokumentation hier, dokumentiere mir hier automatisch mal diese Funktion oder dokumentiere mir automatisch ein komplettes Modul. Aber ich kann quasi diese automatisch generierte Dokumentation, die ich in anderen Sprachen auch habe, einbetten in meine Prosa-Dokumentation mit Fließtext und da, wo sie gerade hinpasst. Das ist was man sonst nirgendwo findet. Sphinx ist ziemlich weit verbreitet. Ihr würdet euch wundern, wie viele Dokumentationen, die ihr jeden Tag benutzt, wenn ihr irgendwas mit Software oder auch nicht mit Software macht, verwendet. Es gibt das Paket, in Sphinx ist Support, also schöner Support für 5 oder 6 Programmiersprachen drin. Im Paket Sphinx Contrib gibt es 51 Erweiterungen mit anderen Programmiersprachen und dass man noch Videos einbinden kann und was auch immer nicht alles. Und dann gibt es noch 100.000 weitere Erweiterungen zu Sphinx, die nicht in diesem Paket drin sind. Was auch noch ganz cool ist, bevor ich euch ein paar reale Beispiele
mit zeigen, nur damit ihr das mal so von der Optik her seht, ist readthedocs.org, ein Projekt von Eric Hollischer, wo man, wenn man Open Source Software schreibt, seine Dokumentation kostenlos gehostet kriegt. Das heißt, man sagt einfach: Hallo, Read the Docs, ich habe hier mein Repository mit meiner Software, da liegt Dokumentation drin, mach da mal eine schöne Website raus und mach mir da mal eine schöne Website raus, immer aktuell, immer da. Das ist ziemlich cool und sehr zu empfehlen. So, gibt es an der Stelle Fragen? Weil wir warten mal mit den Fragen. Ich zeige euch mal hier so ein bisschen. Ich hatte das vorhin erst entschieden, dass ich euch hier noch live zeige. Das ist jetzt hier die offizielle Python-Doku für irgendeine Klasse. Und dann sieht man recht schön, die haben hier immer so ein Stück Text, über was das Modul eigentlich tut. Und dann kommt die eigentliche Dokumentation der Klasse. Ich glaube, das Python-Projekt selber generiert diese Zeilen hier nicht automatisch aus Docstrings, sondern schreibt die manuell hin. Und das können wir auch nachgucken, weil in den meisten Sphinx-Installationen gibt es hier links Show Source. Und dann landen wir in dem Restructure-Text. Und wir sehen hier, genau, das ist, da gibt es eine Überschrift und da gibt es einen Text. Und dann wird hier einfach semantisch ausgezeichnet, hier Class Q. Und dann wird hier beschrieben. Und dann hier eine Methode geschrieben, method q.full, und dann gibt es Text dazu. Und egal wo anders, hier sehen wir hier schön, jetzt hier wird zum Beispiel eine Klasse, die irgendwo anders dokumentiert ist, verlinkt, die ist jetzt zufällig im gleichen Modul, in der gleichen Datei dokumentiert, aber das wäre, wie gesagt, nicht notwendig. Wenn wir jetzt hier mal zurückgucken, dann ist hier der Link. Das ist relativ cool. Und gleichzeitig ist halt eben im gleichen Dokumentation ist halt das Python-Tutorial mit seinem ganzen Prosa-Text, der überhaupt nichts mit Code-Dokumentation zu tun hat. Diese Dokumentationen müssen auch nicht immer gleich aussehen. Das ist das Request-Paket, das kennen vielleicht einige, das ist auch Sphinx, sieht aber völlig anders aus. Da sehen wir vielleicht mal hier, da sehen wir schönes Code-Highlighting, ne? Alles schön bunt. Da sehen wir nur so eine Warning oder so, wie wir sie vorher hatten. Da gibt es in Django relativ viele von dem. Naja, also hier seht ihr, es ist kreuz und quer irgendwelche Objekte verlinkt, die in irgendwelchen Dateien dokumentiert sind. Und man kann da draufklicken, das ist relativ geil. Andere Dokus, die ihr vielleicht schon gesehen habt, ist Matplotlib. Das ist auch Sphinx, das ist alles Sphinx. Das ist so. Genau, das ist Read the Docs, wo man einfach sich einloggen kann mit seinem Gitter-Profil oder so. Und dann kann man da Dokumentation generieren lassen. So, habe ich noch irgendwas? Nee. Genau, das ist Sphinx selbst, mit Sphinx dokumentiert, selbstverständlich. ja, das war jetzt eine relativ kurze und spontan vorbereitete chaotische Viertelstunde, die mal wieder eine echte Viertelstunde war. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich freue mich über Fragen. Nicht benutzt. Geht, glaube ich. Also in dem Moment, in dem du hauptsächlich, in dem Moment, in dem du sagst, okay, ich interessiere mich nur für Output als Webseite und Output als PDF. Bin ich mir, wenn du mit Sphinx eine PDF generierst, was er dann macht, ist ein LaTeX-File schreiben. Und dieses LaTeX-File zu einer PDF generieren. Das heißt, und für Webseiten gibt es ja mittlerweile auch den LaTeX-Formel-Renderer. Das heißt, ich kann mir sehr gut vorstellen, ich gehe fest davon aus, dass es Sphinx LaTeX, dass es da eine Möglichkeit gibt. Hier, ne, Math Support. Gibt es irgendwo ein Beispiel? Nee, aber gibt es auf jeden Fall. Geht. Also mit LaTeX-Syntax. Wahrscheinlich gibt es auch sowas, dass man komplizierte Sachen, wo man sagen will, ich will das einfach durchgereicht haben an LaTeX. Also nur wenn ich Mail-LaTeX aufrufe, reicht mal dann irgendwie LaTeX-Syntax durch an LaTeX. Ich weiß es nicht, ob es das gibt, aber im Zweifel könntest du eine Erweiterung für Sphinx schreiben, die das tut. Ja. Also es gibt auch Leute, die Bücher damit schreiben, ja. Dann will man sowas vielleicht. Sonst noch irgendwelche Fragen?
interessiert mehr.